Liebe Geschwister im Herrn, die Reihe Schritte durch die Bibel, Teil 47, die silbernen Trompeten, 4. Mose 10. Leitvers, Matthäus 28, 19. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Sie sind ein Vorbild auf die Verkündigung des Evangeliums im Neuen Testament. Die Auslegung ist natürlich auf Israel. Sie werden die Nationen dann taufen, machen wir Christen nie. Wir taufen Menschen aus den Nationen. Erstens, die Trompeten. Ihre Zahl. 2. Sie könnte die zweifache Offenbarung der göttlichen Offenbarung im Alten und Neuen Testament illustrieren. Das Alte Testament weist auf Christus hin, das Neue offenbart ihn. Die Zahl 2 hat auch Bedeutung für die Vollständigkeit eines Zeugnisses, damit aus zweier oder dreier Zeugen Munde jede Sache bestätigt werde. Zweitens, das Material Silber. Ein Bild auf die Versöhnung, das Thema sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes. Drittens, die Anfertigung in getriebener Arbeit aus einem Stück. Die beiden Testamente bilden ein Buch. Im Alten Testament liegt das Neue verborgen, im Neuen Testament ist das Alte geoffenbart. Römisch 2, die Bläser, Aarons Söhne. Nur die Priester Gottes können die Trompeten blasen. Es gibt jedoch eine ganze Armee von nicht wiedergeborenen Männern und Frauen, die in der Vorstellung leben, eine gewisse religiöse Erziehung befähige sie, in die Trompeten des Evangeliums zu stoßen. Aarons Söhne sind jedoch nur ein Vorbild für Gläubige, Wiedergeborene, Bekehrte, errettete Menschen, die den Heiligen Geist haben. Erstens berufen, zweitens gereinigt und geheiligt. A. Durch das Blut des Opfertiers, die Grundlage der Reinigung. B. Durch Wasser, das Wort Gottes. C. Durch Absonderung. D. Durch ihre Weihe. Römisch 3, die Botschaft der Trompeten. Je nach Art des Tones hatten sie verschiedene Bedeutung. Erstens zur Versöhnung, zweitens zur Versammlung der Gemeinde, drittens zum Aufbruch des Lagers, Alarmruf und zur Weiterreise, viertens zum Aufbruch in den Streit, Alarmruf, fünftens zum Gedächtnis vor Gott an ihren Freuden und Festtagen. Beim Mahl des Herrn, B. an die Güte des Herrn. Jedes Glied des Volkes Gottes sollte danach streben, durch fleißiges Studium, durch Vorbereitung unter Gebet und durch treue Wiedergabe ein fähiger Verkündiger des Evangeliums und der Tugenden seines Gottes zu sein.